Hallo Leute, gerade mal 5 Wochen ist es her, da ist Peter Wright Snakebite Weltmeister geworden. Und was darf beim Weltmeistertitel nicht fehlen? Natürlich der World Champion 2020, Dart von Peter Wright. Und den haben wir hier vor uns stehen. Und zwar in 23 Gramm. Bekommt ihr generell in 21, 23 und 25 Gramm. Wobei ihr bei den Steel Darts in Sachen 23 Gramm schon echt schnell sein müsst. Und Soft Dart gibt es 20 und 22 Gramm. Jetzt habe ich diesen Dart heute bekommen. Ich habe mich irre drauf gefreut, auf die Kombination, auf das Design, auf den Dart selber, den zu spielen, weil ich auch glaube, dass das richtig was für mich persönlich so sein könnte. Nicht nur zum Sammeln und Haben, sondern auch zum wirklich intensiven Bespielen des Dartes. Warum mache ich euch heute jetzt einen Testbericht darüber? Denn ich glaube, dass dieser Dart nicht lange auf dem Markt sein wird. Klar, der wird nachproduziert, wird irgendwann in Hülle und Fülle wahrscheinlich irgendwo bei Red Dragon im Lager liegen, aber aktuell echt der Knaller und ich glaube einer der gefragtesten Darts, den es überhaupt gerade im Dartsport gibt in dem Bereich. Deshalb, wer ihn noch haben möchte, wer gerne auch vor allem 23 Gramm haben möchte, kauft ihn, haltet euch jetzt ran. Das schon mal als kleinen Tipp vorweg. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was kann der Dart, wie ist der aufgebaut, wie fällt es aus. Und dabei gehen wir mal ins Detail. Der Dart an sich, ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk in Sachen Design, ein Meisterwerk in Sachen Balance und für mich die Perfektion von Peter Wright Darts. Wobei Peter Wright ja extrem viele Darts auf dem Markt hat, die alle irgendwie ein bisschen anders sind. Aber ich finde, genau das macht ihn irgendwie sympathisch. Er testet aus, er versucht immer weiter, immer mehr und mehr und mehr und spielt dann irgendwelche Shafts und dann mit irgendwelchen L-Style-Flights und dann hat er im nächsten Spiel wieder irgendwelche Kite-Flights drauf oder so. Wie ganz, ganz, ganz komische Kombis manchmal, die ich da sehe bei ihm. Aber genau das finde ich persönlich bei ihm sympathisch. Er arbeitet nicht nur an sich, mental und in seinem Sport, sondern er achtet halt auch irgendwie auf das Material. Das hat sich jetzt auch endlich mal ja, so richtig gelohnt für ihn und scheinbar auch für Red Dragon, weil wenn die dann direkt so ein Dart hinterher schießen, schöne Sache, ne? Wir schauen uns einfach mal das ganze Design ein bisschen an. Achtet nicht zu sehr auf die Spitze. Ich habe da wie, ja, es wird ja fast mein Markenzeichen, eine goldene Nano Storm Point von Target drauf, bündiger Übergang. Normalerweise ist dort eine schwarze Spitze mit verarbeitet. Also denkt euch die Spitze bitte weg. Mir haben schon einige gesagt, oh, das mag ich aber nicht, so erkennt man den Dart gar nicht mehr. Ich finde es halt besonders cool, wenn das hier so gold glänzt, hier vorne Gold ist. Finde ich einfach eine schicke Kombi. Geschmackssache, muss jeder selber wissen. Ich finde die Spitzen cool, fallen nicht so schnell raus, aber darum geht es hier heute nicht. Der Dart selber, das Barrel selber, ist ein gerades Barrel mit 90% Tungsten. Ist an sich, hat es zwei verschiedene Grip-Varianten. Man findet vorne wie hinten einen schönen Shark-Grip und in der Mitte einen Ring-Grip, der schön silber eingefärbt ist und die beiden Grip-Bereiche unterteilt, wobei vorne und hinten der gleiche Shark Grip drauf ist. Der ist halt einfach nur vom Design hier vorne einmal schön schwarz eingefärbt, beschichtet und auf der hinteren Seite haben wir diese bekannte DNA-Beschichtung. Das heißt, es ist wie so eine Regenbogen-Beschichtung, die in allen Farben glänzt. Und ich habe auch jetzt schon ein paar Fotos von einigen dieser Darts gesehen. Die fällt auch überall unterschiedlich aus und auch wenn ich den Dart drehe, da seht ihr es jetzt zum Beispiel hier. Oh. Seht es jetzt zum Beispiel hier sehr schön. Da ist es relativ dunkel. Drehe ich den weiter, wird es hier ganz gold. Dann wird es so violett, bläulich, grünlich. Also wenn man den so dreht. Das ist schon ein Traum, ne? Ich kann euch jetzt nicht sagen, spielt sich die Beschichtung schnell ab. Also ich habe heute zwar eine Stunde damit gespielt, aber das muss man einfach mal auf längere Sicht betrachten, wie das da ausschaut und wie die Beschichtung hält. So wie ich Red Dragon Darts kenne, werden die ziemlich gut halten. Bin ich erstmal von überzeugt, gehe ich erstmal von aus. In der Mitte diese silberne Unterteilung mit dabei. Hinten ein Nitrotech-Schaft drauf und den Snakebite Hardcore Flight.
Vom Design selber, man hat hier nochmal auf dem Barrel eingraviert die beißende Schlange und noch einmal das RD für Red Dragon, so ganz hinten ganz fein zu sehen. Da die Kamera jetzt da eingestellt ist, müsst ihr gute Augen haben. Da seht ihr einmal die Schlange, da oben. Da seht ihr einmal Red Dragon, ganz fein eingraviert. Für mich als Dart super, ein super schönes Spielgefühl. Dieser Shark Grip ist, ja, er wird als aggressiv angegeben. Er ist auf jeden Fall griffig. Ich habe einen sehr schönen Halt. Ich habe auch eine schöne Vertiefung. Ihr hört das hier, wenn ich hier drüber gehe. Da könnt ihr euch gut die Finger mit abschrappen oder Fingernägel feilen, wenn ihr möchtet. Also der hat schon ordentlich Wumms. Der geht schon ordentlich in die Tiefe, ist aber trotz des schlanken Barrels super angenehm zu fassen, geht nicht zu tief rein und ja, war richtig angenehm zu werfen. Schon ein paar schöne Scores mitgeworfen. Ganz, ganz toll. Ich persönlich spiele ihn nicht mit dem Original-Setup. Ich habe dafür aktuell auch den brandneuen Kami Flight in Schwarz. Welchen Schaft ich drauf mache, weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt hier so einen kristallfarbenen L-Style-Schaft drauf. Das ist so aktuell die Kombi, wie ich die spiele oder wie ich die heute gespielt habe. Vom Design her halt schön, weil Gold, Gold und Schwarz, Schwarz. Also das war so ein bisschen so mein Gedanke dahinter, als ich mir das Set so zugelegt habe und mal dachte, okay, gucken mal, wie das dann aussieht. Ich war bis zuletzt gespannt, weil ich wusste nicht, sind die Goldtöne jetzt gleich? Ich finde es einfach nur schön und schick. Wie gesagt, die Spitze ist so nicht inklusive mit dabei. Die könnt ihr euch wechseln lassen oder selber wechseln, mit dazu zu bestellen. Tolle Sache. Einziges Manko, es ist aber mehr so ein persönliches Ding. Es ist halt für mich ein Dart, der hat irgendwie so einen faden Beigeschmack. Weil, ich meine, jeder Hersteller versucht natürlich, wenn sie neue Spieler engagieren, unter Vertrag nehmen oder irgendeinen coolen Titel gewinnen, daraus natürlich ein bisschen Kasse zu machen. Kann ich auch verstehen. Hat Peter Wright auch verdient und Red Dragon dann auch. So ein Weltmeistertitel ist ja schon mal was. Aber es ist ein World Champion Dart, so wird er zumindest verkauft. Und ich werfe einfach mal den Gedanken in die Runde, was wäre denn gewesen, wenn Peter Wright nicht gewonnen hätte? Wäre dann dieser Dart auch rausgekommen unter einem anderen Namen? Oder glaubt ihr, der wäre niemals auf den Markt gekommen? Weil er hat ihn dann ja wohl auch zur WM gespielt. Ich weiß nicht, ob in jedem Spiel, aber zumindest glaube ich in den letzten, so wie ich das gesehen hatte. Und hier steht ja nicht irgendwo mal World Champion drauf oder so. Also der Flight nicht, das Barrel nicht, der Schaft nicht, die Verpackung nicht. Also das ist, finde ich, so ein kleines bisschen enttäuschend. Also das kenne ich irgendwie anders, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal Michael van Gerwen als Beispiel, wenn da noch unter XQ-Max, unter dem Hersteller, ein World Champion Dart rauskam oder irgendwas, dann war da zumindest immer ein Michael van Gerwen Flight mit dabei, mit dem Datum oder den Sternen oder einem coolen ausgefallenen Design. Und das vermisse ich so ein bisschen so, dass man so auch noch in ein paar Jahren sagt, ach, guck mal, stimmt hier, guck mal, Kinder, das ist der Dart, den habe ich gespielt, dann 2020, da ist der Weltmeister geworden. Das hätte ich eigentlich lieber noch so ein bisschen verknüpft gehabt. So. Wäre jetzt nicht direkt 60, 70 Euro, 80 Euro für den Dart ausgeben möchte, weil er noch nicht genau weiß, wie fühlt sich das vom Grip an. Ich habe eine Alternative bei mir gefunden. Und zwar ist das der Dartsturm Wormhole. Das ist ein Dart aus der Universe Range. Das bedeutet, das ist ein Dart, der für Dartsturm nicht im Speziellen hergestellt worden ist, sondern halt mehreren Dartshops etc. mit ihrem Label zur Verfügung gestellt wird. Der ist zwar ein kleines bisschen dicker, aber soweit ich weiß, kriegt ihr den in der gleichen Grammzahl und erfasst sich auch von dem Shark Grip her ziemlich ähnlich an. Es würde ich sagen, ein kleines bisschen rauer. Also ihr seht es hier im Vergleich, da ist durchgehender Shark Grip ohne diese Ringgrip-Unterteilung dort in der Mitte. Und der Shark Grip ist ein kleines bisschen breiter,
So diese einzelnen Lamellen sind ein kleines bisschen breiter, die sind beim Peter Wright ein bisschen feiner. Aber wer so mal wissen will, wie fühlt sich das an, kann sich dafür die Hälfte vom Preis her einfach mal einen Eindruck holen. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, die mal von Freunden ausleihen und einfach mal Probe werfen. Also mein Tipp an euch, haltet euch ordentlich ran. Wer den haben möchte, muss, glaube ich, schnell sein oder auch länger warten. Denn so wie ich das vermute, wer sich den Dart kauft und spielt, der wird den auch so schnell nicht abgeben. Von daher hoffe ich, dass ihr noch einen bekommt, dass ihr genauso zufrieden seid am ersten Tag und genauso baff seid von dieser coolen DNA-Beschichtung und dem Design selber. Und ich wünsche euch damit ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Viele 180er, Turniersiege, 9 Darter und was ihr noch alles damit werfen wollt. Und sage mal bis bald und bis zum nächsten Testbericht. Bis dahin, euer Data Rosser.